Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir senden wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Mein Gast ist Johannes Wilhelm. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Lieber Johannes, und wir sprechen heute über das Thema leichte Sprache. Bevor wir in das Thema einsteigen, wer bist du? Ja, ich bin 38 Jahre alt, Förderschullehrer und arbeite jetzt seit knapp 3 Jahren hier am Studienseminar als Förderlehrer mit besonderen Aufgaben und betreue im Prinzip alles, was so in dem Bereich Heterogenität sich da befasst. Und eines deiner Themen in der Ausbildung unserer Anwärterinnen und Anwärter ist leichte Sprache. Leichte Sprache, da kann sich ja jeder was drunter vorstellen, aber der Begriff und das, was dahinter steckt, ist ja genau definiert. Genau. Also was bedeutet leichte Sprache? Genau, also leichte Sprache erklärt sich jetzt erstmal ja von selbst, ne? So wie du das schon richtig gesagt hast, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber es ist eben weit mehr als das. Es ist also wirklich eine standardisierte Vorgehensweise, gibt auch mittlerweile einen Verlag entsprechend, die das überprüfen, dass alles, was wir so veröffentlichen, eben auch in einer leichten Sprache wiedergegeben werden kann, sodass auch Menschen mit Schwierigkeiten lesen und schreiben das gut aufnehmen können. Was ist jetzt, also du sagst Menschen mit Schwierigkeiten, Wer ist denn die Zielgruppe dieser leichten Sprache? Also diese Zielgruppe ist total weit gefasst. Ja. Ich denke, jeder hat sowas, so eine Zielgruppe erstmal im Sinn. Natürlich Schüler, nicht nur Schüler, aber vor allem auch Schüler, für uns ist das natürlich mal besonders wichtig, die vielleicht einen anderen Sprachhintergrund haben, die ohne große Vorkenntnisse hier hinkommen. Das ist eine große Gruppe, aber auch Menschen mit Lernschwierigkeiten. Menschen mit einer Leserechtschreibschwäche oder Leserechtschreibstörung auch. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Ja. Und um das vielleicht ein bisschen breiter zu fassen, Zielgruppen, an die wir so gar nicht denken, sind eben auch alte Menschen. Ja. Also auch mit der Krankheit Demenz ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und deshalb ist das wirklich ein wichtiges Thema für eine ganz, ganz große Gruppe von Menschen. Und wir Lehrerinnen und Lehrer schreiben ja auch Texte für Schülerinnen und Schüler. Und wenn ich jetzt meinen Text auf einem Arbeitsblatt oder einen Infotext in leichter Sprache verfassen möchte, Woran muss ich mich da orientieren? Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, auf die man achten sollte, die auch alle nachzulesen sind. Vielleicht streuen wir das einfach mal ein. Also es gibt eine Homepage, es gibt einen eigenen Verlag, www.leichtesprache.de. Da kann man das auch ganz gut nachschauen. Gibt auch einen Ratgeber dafür. Und es gibt verschiedene Bausteine, auf die wir einfach achten müssen. Mal angefangen mit Wörtern. Also das ist der einfachste Baustein. Wir benutzen wahnsinnige viele Wörter, die einfach sehr, sehr schwierig sind, die für uns ganz alltäglich sind und die für Schüler oder Menschen mit Schwierigkeiten im Lesen eben von Bedeutung sind. Ja. Wo ist denn jetzt da die Schwierigkeit? In der Leseschwierigkeit oder sind das dann immer Fremdworte? Also häufig sind es Fremdworte, die uns gar nicht mehr als Fremdworte vorkommen. Ja. Also auch ein Wort wie genehmigen zum Beispiel ist ein Wort, das ist für uns selbstverständlich. Ja. Das nehmen wir beim Sprachgebrauch. Es ist aber ein Wort, das für viele ein Stolperstein sein kann. Und wie du natürlich auch richtig gesagt hast, ist alles, was Fremdwörter ist, ist wahnsinnig schwierig. Und bleiben wir mal bei diesem Beispiel, das Wort genehmigen. Wenn ich einen Text in leichter Sprache verfasse, versuche ich dieses Wort zu umgehen und dann zu ersetzen. Zu ersetzen, genau. Also wenn wir jetzt bei genehmigen bleiben, wäre natürlich erlauben ein gutes Wort. Okay. Ja, das versteht wahrscheinlich fast jeder. Genau. Okay, also dann das erste Kriterium, ich verfasse meine Texte in leichter Sprache, wenn ich schwierige Worte ersetze oder gar nicht verwende. Woran muss ich noch denken? Ja, dann geht es natürlich auf die Satzebene. Also wir arbeiten natürlich gern mit verschachtelten Sätzen in unserer Sprache, um eine gewisse Sprachästhetik irgendwo auch herzustellen. Mhm. Und das merken wir Lehrer häufig gar nicht, dass wir damit so ein bisschen am Ziel vorbeischießen. Und das Ziel der leichten Sprache sind einfach ganz kurze Sätze. Subjekt, Objekt, Prädikat, Verschachtelungen weglassen. Und was eben auch wichtig ist, dass jeder Satz so eine zentrale Aussage hat und dass wir dann eben mit einem neuen Satz anfangen. Da, wo wir jetzt in unserem Alltag vielleicht einen langen, verschachtelten Satz machen würden, wäre das in der leichten Sprache so, dass man 3, 4 Sätze. Also das Konstrukt Hauptsatz, Nebensätze, Kommata,
davon muss ich mich verabschieden, wenn ich leichte Sprache. Sich ein Stück weit lösen, genau, in der leichten Sprache. Wie gesagt, das Ziel ist eben, keine Sprachästhetik herzustellen, sondern wirklich das Textverständnis hervorzuheben. Wenn wir jetzt das Ganze abschließen, es geht ja dann auch um Layout, um Schriftgröße, woran muss ich da denken? Also die Schriftgröße muss natürlich angemessen sein. Ja. 12 aufwärts, besser 14, tatsächlich wenig Schrift auf dem Satz, damit das auch keine abschreckende Wirkung hat, ja, sondern dass das wirklich positiv angenommen wird und für denjenigen, der die Schwierigkeiten hat mit dem Lesen, zu schaffen ist. Ja. Dass der das Gefühl hat, okay, das da kann ich jetzt lesen. Und dann ist eine ganz gute Grundstimmung da. Und auch da ist es wieder wichtig, man schreibt einen Satz, ja, und egal, wo man dann in der Zeile eben ist, fängt man auch wieder mit einem neuen Satz an. Ganz wichtig. Genau. Häufig sieht man dann auch, dass zusammengesetzte Wörter mit Komma, mit Bindestrich getrennt werden. Genau. Also das kann man auch machen, das hilft dann auch. Genau, das ist ganz wichtig, ne? Weil so ein langes Wort dann auch abschreckt oder man sich verhaspelt und so hat man ganz klar Bedeutungs- oder Bedeutungspausen, sage ich jetzt einfach mal so, dass man sich auf ein Wort konzentrieren kann und dann mit dem nächsten anfängt. Genau. Also du hast eben von Sprachästhetik gesprochen. Diese Sprache ist ja dann nicht ästhetisch. Also wenn es jetzt um Schönheit der Sprache geht, um Literatur, dann kann diese Sprache nicht punkten. Genau, also das ist eine ganz klar aufs Verstehen ausgerichtete Sprache. Wenn wir jetzt mal an Konjunktive zum Beispiel denken, die wir ja wahnsinnig gerne benutzen, die führen vom Ziel weg. Ne? Oder was auch ganz interessant ist, die bildliche Sprache. Ne? Also die benutzen wir ja auch unheimlich gerne und das ist in der leichten Sprache eben auch verboten. Also es regnet über Hunde und Katzen ist zum Beispiel ein Satz, der aus verschiedenen Gründen bei der leichten Sprache dann da keinen Sinn hätte. Genau. Wie sieht es mit Gendern aus? Also wir verwenden ja immer die weibliche und die männliche Form, was natürlich auch die Sätze aufbläht. Geht das in der leichten Sprache oder wie ist da die Diskussion? Also Gendern ist gut, aber ich glaube der Gender-Stern, wenn wir den mal annehmen, das wäre eine Lösung, mit der die man in der leichten Sprache nicht findet, weil es dann auch schwierig ist. Man würde dann von Damen und Herren sprechen oder von Anwärterinnen und Anwärtern und Ähnlichem. Also man würde dann beide Formen auch ausschreiben. Genau. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man einfache Sprache als Lehrkraft erzeugen kann. Aber wenn ich das jetzt einfache Sprache nenne, das ist ja quasi ein Label. Das ist geschützt. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich verfasse jetzt was in leichter Sprache, sondern da gibt es ganz klare Regeln. Ich kann das natürlich machen, ja, kann das probieren. Und dann habe ich die Möglichkeit, das auch entsprechend einzuschicken und auch prüfen zu lassen. Und das ist eine Vorgehensweise und das ist eigentlich total schön, die immer häufiger auch Anklang findet. Also ich kann vielleicht mal ein bisschen ausholen, wie das auch für mich ein Thema wurde, weil da sind wir ja im Prinzip im Thema. Ich habe natürlich auch immer nach Möglichkeiten gesucht, für meine Schüler zu differenzieren und bin dann irgendwann auch bei der leichten Sprache gelandet. Und seit ich das kenne, knapp 10 Jahre vielleicht, bin ich natürlich auch sensibilisiert und merke, dass immer mehr in leichter Sprache auch veröffentlicht wird. Viele Bücher, aber eben auch alles, was Behörden angeht. Ne? Und das Beispiel verwende ich immer auch in meinen Seminaren. Also wir haben irgendwann ein Schreiben vom Amt bekommen. Ja, da ging es um Elternzeit und da saß ich wirklich mit meiner Frau da, ja? Zwei studierte Menschen und wir konnten das im ersten Durchgang gar nicht genau verstehen. Was will das Amt an der Stelle von uns? Ne? Haben das sacken lassen, haben uns das nochmal angeguckt. Dann haben wir das einigermaßen hinbekommen und noch einen Telefonjoker gezogen. Ja. Die Schwägerin auf dem Amt angerufen und ob wir das richtig verstehen. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, es ist natürlich für die Menschen wahnsinnig schwer, die dann Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Und deshalb bin ich froh, dass gerade solche Sachen auch immer mehr in leichter Sprache übersetzt werden. Und wie gesagt, es darf jeder einschicken, es wird geprüft und das kann man ganz gut auch auf der Homepage dann danach schauen. Und das ist ja interessant, also wenn ich wirklich veröffentliche, Arbeitsblätter vielleicht zum Verkauf anbiete, dann muss es dieses Siegel haben. Genau. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sich einfach an diesen Kriterien orientiert und dann eigene Texte schreibt und sobald man die dann nicht, solange man die dann nicht leichte Sprache nennt, geht es ja. Also genau. Wir hatten auch die Diskussion, ich schreibe auch Schulbücher und dann haben wir uns daran orientiert, nennen das dann aber Kurztexte. Genau. Und damit ist man ja
dass man auf der sicheren Seite. Ja. Also ich sage auch immer wieder, es geht letzten Endes nicht darum, dass die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, dass die das veröffentlichen, sondern dass sie das wirklich als ganz niedrigschwellige Möglichkeit, Methode zur Differenzierung auch anwenden. Ja. Also dass sie das kennen und dann wirklich zielgenau gucken, welche Schülerinnen, welche Schüler brauchen das denn so niedrigschwellig? Ja. Ja. Welche Bausteine aus der leichten Sprache kann ich übernehmen? Welche machen Sinn? Und umgekehrt aber auch zu schauen, nicht zu unterfordern und zu sagen, okay, ich knall jetzt als Differenzierung die leichte Sprache rein, weil, wie du gesagt hast, dann natürlich auch ein bisschen die Sprachästhetik weggeht. Man sollte es kennen und sollte wirklich schauen, was kann ich aus diesem Baukasten nehmen, was passt für meine Schülerinnen und Schüler. Also in der Beratung unserer Anwärterinnen und Anwärter, genau, ist die leichte Sprache immer ein Differenzierungsangebot. Aber es soll nicht so gedacht sein, dass jeder genau immer nur leichte Sprachetexte bekommt. Genau, so ist es. Johannes, haben wir, um dieses Thema anzureißen, etwas vergessen? Fällt mir im Moment tatsächlich nichts ein. Wir verweisen nochmal auf www.leichtesprache.de. Ja, also das ist wirklich wahnsinnig gut nachzuschauen, ja, und da wird man fündig. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Besuchen Sie uns gerne wieder. Sie können uns Feedback hinterlassen. Es wird gerade eingeblendet an mail@seminar-trier.de. Wir freuen uns über Hinweise, auch Wünsche für nächste Folgen. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen.